Hallo meine lieben Freunde, ganz liebe Grüße vom Traunseesaal. Ein wunderbares Naturereignis hier und dieser Traunseesaal gehört zu den 9 schönsten Naturschauspielen in Österreich. Ja, wir werden ein bisschen was herumfilmen und da geht es jetzt in dem Video wirklich nur um den Augenschmaus. Also genießen! Juhu! So, guten Morgen meine lieben Freunde, zuerst ein bisschen zusammenrichten. Ja, das ist jetzt definitiv meine dritte Nacht im Auto. Also nicht hintereinander, sondern insgesamt bisher. Ja, und das Schlafen geht gut, also da bin ich sehr froh drum, dass ich gut schlafen kann da drin. Kaffee ist auch schon fertig. Da. Und es hat schon was, es hat einfach was, es regnet zwar draußen, drum klingt jetzt vielleicht nicht so ganz brutal euphorisch, weil diesen Wetter irgendwie schon langsam nervt, muss ich sagen. Aber das, was mir aufgefallen ist, beim letzten Mal schon, die Regentropfen sind bei Weitem nicht so nervig als wie im Wohnwagen früher. Da hat es ganz anders geprasselt, da war es teilweise viel lauter als wie so. Man hört es natürlich so auch, aber das ist so wie fast wie zu Hause, wenn der Regen so ein bisschen ans Fenster eben prasselt. Also von dem her werde ich jetzt einfach einmal meinen ersten Kaffee genießen und dann hören wir uns wieder. Ja, so schaut es auf der Ablage aus. Es ist natürlich ein bisschen vollgeräumt, aber so ist es halt, vor allem wenn halt natürlich das Bett jetzt sozusagen aufgemacht ist, weil dann ist natürlich da andersrum nicht so wahnsinnig viel Platz. Aber das hält sich in Grenzen. Ja. Und da steht der Kaffee. Selbstgemacht, es ist nur der Becher einer vom Automaten. Ja, meine Lieben, es scheint sich einzuregnen für heute, dann bin ich gespannt. Ja, wie wenn ich es geahnt hätte, vor 2 Tagen habe ich mir noch eine Regenhose besorgt, eine Jacke hatte ich ja schon, oder habe ich ja schon. Dazu noch die passende Regenhose. Ja, werden wir schauen, ob wir die heute noch zum Einsatz bringen. Irgendwie habe ich schon ein Ziel heute, was ich gerne besuchen möchte und was ich auf jeden Fall auch absolut lohnt, darüber Fotos, Videos zu zeigen, auch einer der schönsten Orte mit Sicherheit in Österreich. Mal schauen, ob sich das heute noch ausgeht, vor allem, ja, wie gesagt, es regnet ziemlich. Mal kurzen Umschwenk noch draußen. Naja, man sieht es jetzt natürlich nicht so, wie es regnet, aber wenn ich so rausschaue, da wo ich stehe, man sieht zumindest, dass eben ja, jetzt nicht blauer Himmel ist. Man, die Wiesen schauen zwar saftig grün aus, die freuen sich drüber, aber ich denke, die haben schon genug Wasser bekommen heuer. Ja, also in dem Sinne, sollten wir uns nicht mehr hören, weil ich nirgends mehr woanders hingefahren bin, dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Und sonst sehen wir uns dann später noch. Mal schauen, lassen wir uns überraschen. Ja? Ja, hallo liebe Gemeinde, ich befinde mich heute wieder mal in der Natur. Das Wetter ist noch schöner geworden. Ja, der Regen hat sich vor einer Stunde gelichtet, Sonnenschein und das gleich mal ausgenutzt für eine mittelgroße Wanderung wieder zu einem wunderschönen Naturparadies, das nennt sich da die Rinnende Mauer.
weil das da hinten ringt. Ja, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Das ringt da permanent. Ja, ist eine große Mauer. Ja, super schönes Gebiet auch zum Wandern und zum Schauen. Hier bei uns in Oberösterreich, Molln heißt die Gegend, Molln-Grünberg, also ganz schöne Gegend, sehr, sehr empfehlenswert, da einfach auch mal herzukommen, ja. Und ich habe hier ein paar Einspieler von meiner Drohne, ja, ein paar Luftaufnahmen hier auch, wunderbar. Meine Lieben, entlang des Weges einfach atemberaubende Blicke, wunderbare Natur und ja, ich kann es immer wieder nur betonen und empfehlen, hinaus in die Natur, wenn man die Möglichkeit hat, weil dann ja, da passiert einfach auch Zentrierung. Sich selber wieder mehr spüren, zu sich kommen, wenn uns oder einen das Leben doch zu sehr herumreißt, gerade in Zeiten wie diesen, ist es umso wichtiger. Es ist immer mein Appell, den ich einfach jetzt nochmal rausgeben kann. Jeder soll auf sich schauen, sich zentrieren, wirklich zu sich kommen. Und sie nicht so herbeuteln lassen von den ganzen Geschehnissen links und rechts. Das ist immer so wie ein Tischtennisspiel. Die Argumente fliegen hin und her und wir wissen, jetzt geht es bald 1,5 Jahre und nichts verändert sich, weil wir uns zentrieren dürfen. Genau. Wahnsinn, wenn man dann das Grün so sieht, da unglaublich. Einfach durch die Natur gehen und ruhig werden und bei sich ankommen. Und wenn Gefühle oder sowas ähnliches auftauchen, einfach mal schauen und annehmen. Und jetzt bin ich wieder an einem wunderbaren Ausblick, den zeige ich euch einfach. Thank you.
ist super praktisch, das eine Ausziehfach. Ja, bin immer wieder noch sehr erstaunt über meine Künste. Der Kaffee steht drauf, wird schon langsam heiß. Naja, so schaut es aus, wenn man eine Nacht verbracht hat. Es ist einfach noch mega kalt, das ist echt ein Wahnsinn. Es ist wirklich anscheinend der kälteste Frühling in den letzten 25 Jahren. Und ja, aber Gott sei Dank habe ich so einen Schlafsack, der einfach, glaube bis minus 20 Grad geht. Also da ist es wirklich mega warm. Aber man merkt es dann schon, die Nasenspitze, die hier rausschaut, na, die ist schon kalt. Aber das macht nichts, ist alles okay, alles gut. Und hat einfach wirklich ein Stück von Freiheit, das man zu der Zeit einfach brauchen kann. Ja.